Ja, guten Morgen. Hier vor dem Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Ja, heute ist mein vorletzter Tag auf dem Werra-Burgensteig. Heute geht es dann nach Wasung. Na, schauen wir mal. Gestern war ja ein Tag Laufpause. Dann gucke ich mal, wie ich heute im Berg hochkomme. Sonntagmorgen geht es hier direkt an der Werra los, über die Werra hinweg, und dann soll es hier direkt mal einen Berg hochgehen. Bin mal gespannt. Ja, zu dem Aussichtspunkt hier hoch, ja, ist schon anstrengend, geht hier ganz schön steil berg an. Ja, irgendwo da drüben auf der anderen Hangseite ist die Pension, in der ich geschlafen habe. Oh, die war recht günstig. Pension Schlemmerstube. 28 Euro die Nacht mit Frühstück. Da kannst du nicht meckern. Hey, im Moment geht es hier schön auf einer Ebene durch den Wald. Ist recht angenehm hier zu laufen gerade. Ja, so ganze Kilometer machen. Aber viel Aussicht gibt es hier gerade nicht. Ja, die Mauerreste da oben sind von der Ruine Habichtsburg. Ich weiß gar nicht, wie viel von der Ruine überhaupt zu sehen ist. Scheint mir jetzt gerade nicht wirklich viel zu sein. Ein paar alte Treppen. Ja, da oben zwischen den Bäumen ist noch so ein kleines Stückchen Mauerwerk zu sehen. Ein paar einzelne Treppenstufen. War es das schon mit der Ruine. Aber so ab Meiningen scheint das wirklich so zu sein, dass man immer mal wieder an irgendwelche alten Burgen oder Ruinen vorbeikommt, so dass der Burgensteig auch doch seinen Namen zurecht trägt. Ja, da unten an der Bank geht es dann gleich links ab, Richtung Landsberg, glaube ich. Jetzt bin ich hier am Schloss Landsberg. Hier ging es auch wieder schön hoch. Ja, nur leider ist das Burgtor zu. Man kommt nicht rein. Wobei hier oben aber auch ein Lokal ist. Keine Ahnung, wann die aufmachen. Vielleicht erst zum Mittag oder so. Ja, dann geht's hier wieder in den Wald rein. Bis Wasung nur noch 13,5 Kilometer. Ja, heute ist es nicht ganz so viel. Ja, jetzt bin ich aus dem Wald heraus. Und jetzt geht es auch ein ganzes Stück unten an der Werra entlang, durchs Tal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt auf dem Werratal-Radweg bin. Ich habe noch keine Schilder gesehen, aber es kann schon ganz gut sein. Ja, ich meine, ich komme jetzt natürlich gut vorwärts, aber heißt natürlich auch ordentlich Asphalt treten.
Ja, wenn man von hier aus zurückblickt, schaut man auf Schloss Landsberg. Ja, bin schon ein Stück gelaufen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner letzten Etappe für dieses Jahr auf dem Werra-Burgensteig. Ja, bin gestern Abend hier in Wasung angekommen, habe heute Nacht im Paradies geschlafen. Ja, die Pension heißt so, Bürgerhaus zum Paradies. Naja, Paradies stellt man sich dann doch ein bisschen anders vor. Nun gut. Ja. Jetzt geht's erstmal hier durch den Park. Und ja, da, wo ich gestern runtergekommen bin, muss ich jetzt auch gleich wieder bergauf. Da geht's ordentlich bergauf. Der, weiß ich nicht, die ersten 2-3 Kilometer. Auf jeden Fall. Weil da muss ich jetzt gleich hoch. Ja, Wasung ist ein schönes Fachwerkstädtchen. Also da kann man gar nicht anders sagen. Ist wirklich ein nettes Städtchen hier. Jo. Heute habe ich irgendwie sowas. Ein bisschen über 20 Kilometer, weiß ich nicht, 24, insgesamt vielleicht 25, 26 mit den Zuwegen. Werden wir mal sehen. Drüben diese Turmspitze. Die müsste zur Burg Meienluft gehören. Ja, es sah auf der Karte so aus, als würde der Weg direkt dran vorbeiführen. Aber ist es nicht. Und ich wollte gestern nicht wieder bergauf zurücklaufen, nur um zu der Burg zu kommen. Zumal das auch ein Hotel ist. Da besichtigen hätte ich eh nicht können. Eigentlich hätte ich gerne da schlafen wollen, übernachten wollen. Aber die hatten leider kein Zimmer mehr für mich frei. Und so habe ich jetzt in der Pension mit Frühstück genauso viel bezahlt wie im Schloss, wie im Burghotel. Da hätte ich natürlich lieber für dasselbe Geld in der Burg übernachtet. Aber naja, was willst du machen? Na, da kommst du kurz vor Schwallungen aus dem Wald raus und wirst mit so einer Aussicht belohnt. Ja, als nächstes geht es dann jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, nach Schwallung rein und dann auf der anderen Seite da dann den Hang hoch. Irgendwann kommt man am Jagdhaus Seeblick dann heraus. Da unten liegt Breitung mit dem See im Vordergrund. Ja. Da werde ich heute meine letzte Nacht verbringen und dann geht's morgen mit dem Zug nach Hause. Ja, ich hätte auch heute noch mit dem Zug fahren können, aber da ich nicht genau wusste, wie hier die Gegend beschaffen ist, sage ich jetzt mal so von den Höhenmetern her, habe ich mir gedacht, nee, machst du nicht, weil sonst hast du den ganzen Tag im Hinterkopf, weil du musst heute Abend noch den Zug kriegen. Da schlafe ich lieber noch mal eine Nacht hier und fahre dann morgen früh in Ruhe. Weil sonst wäre ich auch mitten in der Nacht zu Hause gewesen. Das wäre dann auch blöd gewesen. So ist das schon in Ordnung. Ja, langsam wird es mal Zeit für so ein kleines Fazit meiner 130 Kilometer.
vom Werra-Burgensteig. Ja, also mal als erstes, wenn ihr hier auf dem Werra-Burgensteig eine Bank findet oder eine gute Gelegenheit findet, Pause zu machen, nutzt sie, weil ihr wisst nicht, wann die nächste kommt, so wie heute. Ich glaube, ja, ich schätze mal so, das waren 8 bis 10 Kilometer, wo dann überhaupt keine Bank kam, beziehungsweise wo, wenn, dann irgendwo im Ortszentrum, ich sag mal, die Bank, wo der Dorftratsch weitergereicht wird, die Bänke, die wären da gewesen. Aber da will ich nicht unbedingt mich hinsetzen und einen Tee kochen. Das passt irgendwie nicht, finde ich. Ja, oder es wäre halt noch direkt an der Straße eine Möglichkeit gewesen. Aber nee, nee. Ja, das ist so ziemlich das größte Manko auf dem Weg hier, im Bereich des Rennsteigs. Oder immer, wenn man ein Stück über den Werratal-Radweg geht, da gibt es natürlich Bänke und was. Aber sonst zwischendurch ganz selten. Was dann aber schon fast ein Vorteil ist, ist, dass der Weg recht einsam ist. Also unterwegs, wenn man jetzt nicht gerade am Anfang am Rennsteig ist oder ein Stück über den Werratal-Radweg geht, ist man eigentlich in der Regel ganz alleine. Ich habe unterwegs ganz wenig Leute getroffen. Aber das wird auch der Grund sein, warum es so wenig Bänke gibt. Weil der Weg, ist scheinbar nicht sehr hoch frequentiert, muss man einfach mal so sagen. Man kann es auch an den Stellen sehen, wo man ein Stück durchs Gras muss. Da sind nicht viel Spuren. Ich habe mich jetzt hier noch mal gerade ein bisschen hingesetzt. Ja, apropos hohes Gras. Also ich bin ja am Anfang losmarschiert mit kurzer Hose. Aber hier auf dem Weg sollte man das nicht tun, weil man wirklich an vielen Stellen über Wege geht, die schon fast zugewachsen sind. Und wir wissen ja, wo die lieben Zecken wohnen. Und das Risiko würde ich nicht eingehen. Also ich habe an den ersten 3 Tagen, wo ich die kurze Hose anhatte, wie viele Zecken habe ich da runtergegangen? Ich weiß gar nicht. Einige steckten auch schon. Also besser dann mit langer Hose wandern. Ja, und also man merkt schon, dass der Rennsteig so der favorisierte Weg von allen ist. Wenn man in der Gegend unterwegs ist und man sagt, ja, man wandert den Werra-Burgensteig. Burgensteig in Niederland. Ja, ist ein bisschen schade eigentlich, weil der Weg an sich schon nicht schön ist. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass man doch recht wenig an der Werra läuft, zumindest bis jetzt auf dem Stück. Und der Weg auch immer oder oft genug nicht bis an die Burgen heranführt, sondern nur so dran vorbei. Und ja, dann muss man halt jedes Mal Umweg in Kauf nehmen. Und ja, wenn man noch, weiß ich nicht, 15 Kilometer vor der Brust hat, wenn man dann unbedingt noch einen Umweg machen will, nur um eine Ruine anzuschauen oder so, ist dann auch immer fraglich. Beziehungsweise auch in der Beschreibung steht ja hier in dem Ort, wehrhafte Kirche lohnt sich anzuschauen. Ja, dann guckst du, wie weit weg die Kirche ist, und dann sagst du dir auch, da gehe ich jetzt nicht runter, weil ich müsste dann ja wieder hochlaufen. Ja, ich habe auch einiges an Wild gesehen. Gerade heute noch ein Reh ist mir über den Weg gelaufen. Ja, und dann war im Gebüsch irgendwie, ist dann da auch was weggelaufen. Ich weiß nicht, ob es ein Wildschwein war oder
auch wieder ein Reh. Ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Ja, und dann, was ich auch gesehen habe, waren balzende Greifvögel. Ich weiß es allerdings nicht, das ging so schnell. Ob das Bussarde waren, ich glaube schon eher Bussarde, also für Habichte waren sie zu groß. Aber das war auch schon, also ja, so, weiß ich nicht, Gefühl, also 2-3 Meter von mir weg kamen die auf einmal zwischen den Bäumen hervor, blieben, haben sich dann quasi auch erschreckt, sind dann quasi in der Luft stehen geblieben und dann zack, links rein in den Wald. Ja, das war schon ein Erlebnis. So nah in freier Wildbahn einen großen Vogel zu sehen. Ja, das war nicht weit weg, also keine 5 Meter. Ich schätze mal eher so 3. Ja, einen Meter noch über den Kopf vielleicht. Aber sonst ziemlich nah dran schon. Ja, wie gesagt, die Werra, die könnte zwischendurch mal ein bisschen näher sein. Wäre auch schön, wenn man eventuell mal an der einen oder anderen Stelle meine Füße da kühlen könnte oder so. Naja. Ja, die Burgen, wie gesagt, so viel war noch nicht. Ich weiß aber, dass da noch einiges kommt. Also da wäre noch einiges zu erwarten, burgentechnisch. Und von daher werde ich ganz bestimmt auch noch mal wiederkommen und das Ding hier zu Ende laufen. Na nun gut, jetzt werde ich mal langsam mein Hotel suchen und verabschiede ich mich dann von meiner letzten Etappe dieses Jahr am Werra Burgensteig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.